Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Iron. Ich und der Dü, wir sind gerade dabei gewesen, einen Gefangenen zu retten, beziehungsweise haben es schon gerettet. Ich habe meinen natürlich eskortiert. Dü hat seinen getreten, wie immer. Und naja, jetzt... Gibt Schlimmeres. Was? Gibt Schlimmeres. Genau, und jetzt müssen wir erstmal Bericht erstatten. Jetzt ist Dü runtergefallen, aber ja. Ja, aber ja. Mach das mal auch. Wohin denn? Naja, zu unserem Bindepunkt. Achso. Zurücksterben brauchen wir die Rückkehr nicht einzusetzen jetzt. Ach, Rücksterben? Das geht wirklich? Zum Bindepunkt, klar. Okay, verliert man da nicht XP? Also bis Level 50 verliert man keine XP. Das ist ja cool. Na gut. Tschüssi! Und selbst wenn, dann wäre das irgendwas um die 1% oder was in die Richtung. Das sagt er mir jetzt. Mir sind 1% wichtig. Hallo? So was. Ja, ich kann das schon noch verstehen von Fiesta Online. Da war 1% relativ viel, ne? Ja. Das ist auch jetzt noch. So, wo ist er denn, der Seelenheiler da? Seele heilen? Ja, ja. Kostet aber einiges. Ein China, ne? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder durch das Abyss-Tor. Das war aber allerdings jetzt der kürzeste Weg, weil man hätte jetzt Ewigkeiten fliegen müssen und bla. Damit wir diese Quest oder Kampagne abgeben können. Ne, kommt das Ding mal angeflogen hier. Zack. So, abwärts. Das war der Buff. Ah. So, und hier. Und durch geht's. Dann habe ich es auch endlich geschafft. Zack. So, die grüne Anzeige der Schaltfläche Flug zeigt die verbleibende Flugzeit an. Ha, das konnte ich lesen. GZ dazu. Ja. So. Gut, mal M drücken. Mal gucken, wo das ist. Da oben war das. So, hä? Wem soll ich da Bericht erstatten? Hier, links, unten. Also, links, nicht in der, du bist falsch in der Festung nicht, sondern draußen. War so klar. Auf dem Heminum Landeplatz. Aha. Beziehungsweise, nee, Landeplatz ist hier in der Mitte, beim Ausbildungslager. Da, wo wir halt die ganzen Quests halt, beziehungsweise die ganzen Videos angeschaut haben und hier dein Rechner gekackt ist. Aha. Ich glaube, ich muss doch mal so zu. Ich glaube, du solltest jetzt auch mal einen neuen Rechner kaufen. Nee, das ist nicht das Problem. Ach, da drüben. Doch, zwei gemeinsame Let's Play-Projekte und beide Spiele backen rum. Zwei bei dir. Ja, ne, ja, das liegt aber in aller Wahrscheinlichkeit wirklich nur daran, dass ich mir einfach den falschen Partner aussuche, weil alle anderen Spiele laufen ja problemlos. Das sagst du jetzt auch nur so. Ja. In Wirklichkeit läuft alles. Vollständiger Bericht. Okay. Bäm. So. Okay. Okay. Gut. Level GZ up. Zu 28. Mhm. Ja, was machen wir? Können wir hier weitermachen? Was ist das denn? Sprachwalle Wurm. Will ich das machen? Nein, will ich nicht. Bin halt gerade mal am Schauen. Ich glaube, wir werden trotzdem alles machen müssen. Ja, wir werden das mal nochmal. Wir werden hier am Abyss gleich mal noch ein Stück weitermachen. Das heißt, wir werden jetzt mal nach Poeta machen. In die Polenta. Genau, und zurück zu den Anfängen. Lalalala. So, wieder durch. Nach Eltern. 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 Zum Eltern. Entschuldigung. Hin her. Dadurch kann ich auch nicht entscheiden. Ja. Tut mir leid, dass ich dich so hetzen und scheuchen muss. Müssen musst du gar nichts. Du machst es nur aus purer Gehässigkeit.
Scheiße. Bist du runtergestürzt? Ja. Ja, aber der geht gleich weiter, bin gleich wieder oben. Ich merk schon, das mit dem Fliegen, das gefällt dir nicht so. Nee, ich bin kein Flieger. Wolltest du nicht als kleiner Junge immer Pilot werden? Oh. So. Also, du musst jetzt dann von Eltern erst einmal nach Sanctum und von Sanctum aus kannst du dann porten. Am von Sanctum falschen kann ich porten. Genau, und dann nach Poeda. In die Polenta. So, in gut. Die Polenta, genau. So, Elten bin ich, und dann muss ich, wo ging's dann lang? Hier ist, ach nee, das ist der falsche Reborn, den ich hier hinterher renne. Hallo, Remy. Hi. Teleporter, da ist er ja. Hier ist Budox Bernhard, weiblich. Herion, hey, Sanctum war da ganz oben, genau. Zack. So, los geht's. Die Anhänger von Lady Uristel, das war wieder zu schnell. Ach, das ist eine richtige Quest hier, das Zeug schnell genug zu lesen. So. Urinus, also so ein Name, da würde ich mich erschießen. Was? Rennt da einer rum? Nee, da steht ein NPC namens Urinus. Ach so. So, ich und wo jetzt hin? Nach Poeta. Ach so, ja, da hätte ich ja beim Teleporter bleiben müssen. Das ist wohl richtig. Ich bin schon in Poeta und warte. Ja, ne, weil du immer vorausrennst. Deswegen musst du immer. Nein, weil du langsam bist, ey, weil du abstürzt. Teleportieren. So, wo ist denn dieses Poeta? Poeta, Poeta, da. Ja, links oben. Genau. War das nicht unsere Anfangswelt? Ja, ich hab's auch gesagt, zurück zu den Anfängen. Ach so, na deswegen hast du das gesagt, ich wundere mich schon. Ja. Hey, cool Leute, der kennt ihr mich noch? Ich war früher mal Mensch hier, ich war mal Mensch. Aber jetzt bin ich Deva. Ja, könnt mir gar nichts mehr, ich bin viel besser als ihr hier. Ihr jämmerlichen Menschen, ihr. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Genau, wir machen mit dem Flugtransporter zu deinem einzigsten möglichen Ziel. Und du rennst schon wieder irgendwie rum. Ja, ne, ich muss dir angeben. Flugtransporter zu dem einzig möglichen Ziel. Welches von den einzig möglichen Zielen meinst du? Hallo? Das linke. Das linke? Ja. Ah, scheiße, ich bin jetzt aufs rechte gekommen. Was gleich neben dem rechten ist. Ja gut, dann kann ich ja vom rechten noch zum linken, oder? Ja. Rechts ja. Ist da, wo der Daumen links ist. Ja, vorausgesetzt, man hat Daumen nicht wie du, wo du die alle abgehackt hast schon vor langer Zeit, weil du einfach so doof warst, ja, eine Wiener auseinander zu schnibbeln. Erzähl doch sowas nicht. Psst. Privatsphäre und so. Ja, aber... So, komm mal mit, ich mein, kleiner Mann. Wie gesagt, vielleicht mögen dich die Leute, wenn sie wissen, dass du keine Daumen hast. Meinst du, es gibt dann Mitleids-Likes und... Ja, Mitleids, genau. In der Midlife-Crisis. So. Ich hab ein bisschen Angst vor den Monstern hier. Nicht, dass die uns alle umbringen hier und so. Oh, Pilze, Pilze! Ich mag die aus Fiesta. Furchtlos, Fungi. Jo. 3 EP, ja. Davon war eins der Energie der Rast. Jo, hier und Hippe. Danke, Pernus. So, jetzt müssen wir mit Lookbook sprechen. Der Lookbook. Rückkehr? Ja, Rückkehr. Ja, musst 4 Minuten warten. Du kannst auch auf... Schnelle Rückkehr. Gehen. Ja, schnelle, ja. Rückkehr, genau. Oder K war es, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, J ist es nicht. Fällt mir das auch mal irgendwo hin, du. Okay, Rückzug, da. Da. Jetzt. Ah, ja, ja. Ich bin viel schneller als du. Ich bin viel schneller als du. Ich hab die schnelle Rückkehr. Gut, Geld passt. Ich schau mal, ob ich da was finde im Handelsagent. Pernus hustet übrigens. Der ist auch ein bisschen setzt krank. Setzt unter IT-Systemeinstellungen, Grafikeinstellungen, Engine-Technik, hohe Qualität einhaken, wird die Auflösung erhöht. Hä?
Es hat schon gepasst, was ich da vorgelesen habe, aber ich habe den Sinn nicht kapiert, weil ich zu schnell gelesen habe. So, wohin jetzt? Puh, da ist mein Geld aber ziemlich knapp. Du bist jetzt wieder in Eltern? Ich weiß jetzt gar nicht, wo du bist. Ich Ja, bin du jetzt bist bei wieder in dir Eltern. irgendwo Okay. da. Gut, also wir müssen wieder in den Abyss. Bekommst du schon mal was von mir? Ach, jetzt renn schon wieder dem falschen Reborn hinterher. Hallo Belia. Schöner Hintern. Tut mir ja leid. Ich mag halt wie andere Reborns lieber als dich, du. Macht mir nichts. Kannst du ja auch gerne, denn keiner steht auf dich. Also ich zumindest nicht. Und auch in naher Zukunft und auch in ferner Zukunft und auch in... Ach. Alle wollen mich. Keiner will dich. Jeder will mich, denn ich bin Black. Was bist du denn? Du bist das Dü. Nenn mir mal 20 Leute, die dich wollen. Keiner will dich. Also, da wäre zu einem ich, meine Freundin. Ja, und dann eigentlich nochmal 9-mal ich, weil ich mag mich ja 10-mal. Meine Freundin will mich 20-mal, das wären ja schon 30. Ich dachte mir, dass irgend so eine dumme Antwort kommt, also. Na, Entschuldigung, aber dir gegenüber kann man doch keine schlauen Antworten geben, die verstehst du eh nicht. So, Freund der Sonne, sei mal ein bisschen nett. Warum? Warum nicht? So, du bekommst einmal das und du bekommst einmal davon 10 Stück. Und das muss eigentlich auch schon wieder ausreichen. Na gut. Okay. Gut, wir werden jetzt das mal von hier probieren. Komm mal mit. Nehmen wir natürlich mal die Dinger hier. Achso, da, jetzt habe ich doch noch ein paar Windsären gefunden. Hihi. Titanic. Tschüss. Hä? Ah, Mist. Ich wollte dich doch noch runterschubsen. Also wir müssen in die Mitte von diesem Auge, da ist eine kleine Insel. Und das leuchtet ja auch gerade unsere Kampagnenquest auf. Deswegen habe ich hier ein Windserum gegeben und wir werden jetzt einfach mal losfliegen. Oh je. Na gut. Flügel auf! Kann man das Windserum vorher nehmen? Nein. Okay. Na dann los. Flieg los, bevor deine Zeit weg ist. Lalalala. So, es empfiehlt sich noch die Flugrolle, falls vorhanden man. Also, falls man die Folgen halt noch zu benutzen. Geht nicht. Ja, Flugrolle. Zur Information sollte man nicht in die Sonne reinfliegen, weil man dann sofort tot ist. Warum? Ich weiß nicht, ist so programmiert. Ich hab gehört, man kann unbeschadet in die Sonne fliegen. Hat schon Daedalus gewusst. Wer ist das denn, Daedalus? Das ist der versuchte, sich Flügel zu bauen, so hoch an die Sonne geflogen ist und rund abgestürzt ist. Von Geschichte weiß er auch nichts. Oh. Aje, aje. Selber, aje, aje. Mein Vogelbärbarm. So, ich hab dir dann auch, oh. Ui, Achtung, Asteroiden. Ja, dem darf man nicht zu nahe kommen. Also ich war eigentlich schon fast zu nah. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Klut gegangen. Lalalalalalalala. 10. Nimm nochmal eins, Alter. Was machst du denn? Gegen dich. Oh, Alter. Warte. Oh. Das ging nicht, der Cooldown lief ja noch. Dann hast du es viel zu spät genommen, Mann. Das wusste ich doch nicht, du sagst ja nichts. Oh. Wenn du mir nichts sagst. Einmal mit Profis, ne? Einmal. Ja, genau, und Profis sagen, ja, hier musst du das nehmen. Kann ja nicht riechen, ich weiß ja nicht, wie lang die halten. Ach, nee. So, gut, komm ich halt nochmal. Ist ja nicht so, als wäre ich den Weg schon oft gegangen. Ja, wie gesagt, aber das ist jetzt eindeutig Düs Schuld. Wenn er gepfiffen hätte, dass er das teilgenommen hätte, hätte ich es natürlich auch ein bisschen eher genommen.
So. Steht doch, ist doch eigentlich selbstbeschreibend, also. Ja, sorry. Natürlich, aber ich will ja auch nichts verschwenden, deswegen nehme ich auch nicht zu früh. Sorry. So. Gut, Leute, wir machen aber in dem Moment aber erstmal eine Aufnahmepause und ich würde sagen, die Flugzeug, weil die doch relativ langweilig ist, die überbrücke ich offline und dann sehen wir uns halt gemeinsam drüben wieder, würde ich meinen. Einverstanden, Dü? Okay. Okay, Leute, dann sobald ich wieder da bin, kann ich mich auch verabschieden. Denn, Leute, bis denne. Tschüss.